Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe zum Verhalten auf der Rennstrecke. Mein Name ist Mariana und ich habe heute das Glück, dass ich den Rennstreckenprofi Matthias Meindl an meiner Seite habe und ihm ein paar Fragen stellen kann. Und heute soll es darum gehen, was muss ich bei meinem Motorrad beachten, bevor ich den ersten Turn starte? Auf was muss ich achten, dass ich dann nachher nicht im Kiesbett lande? Vielleicht technisches. Matthias, auf was achtest du? Ja, grundsätzlich einmal einen guten Gesamteindruck. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei unseren Events eine technische Abnahme mache, dann ist für mich das erste ein guter technischer Gesamteindruck. Mhm. Also ist irgendwo der Motor ölig oder ist der Bremssattel feucht, vielleicht weil die Entlüfterschraube nicht abdichtet oder so. Also so einfach mal eine Sichtprüfung, tatsächlich einfach alles anschauen. Da empfiehlt sich oder ist einfach ein guter Tipp dafür, das Moped sauber zu putzen. Also nicht jetzt mit dem Kercher abkerchern, sondern wirklich putzen und alles, jedes Bauteil einmal in der Hand zu haben. Da fallen teilweise Sachen auf, die man optisch gar nicht aufs Erste sieht. Und ich putze zum Beispiel das Motorrad alle 2-3 Turns, immer wieder mal runter, wenn nur die Fliegen-Ding und so und die Gabel. Und wenn da irgendwo was locker wäre oder eben schlecht ist, dann habe ich da sofort eine absolut nahe Sichtprüfung und kann sofort agieren. Das einmal grundlegend vorweg. Mhm. Und klar, also dann muss man eins der wichtigsten Sachen, Bremse. Ne? Bremse kann ich überprüfen, zum einen ziehe ich die Bremse und schaue, ob die Bremse einen Bremsdruck hat oder ob der Hebel weit genug weg ist von mir und nicht zu nah da ist und dann ich den Hebel nicht am Lenkerstummel habe beim Bremsen, sondern eben viel genug Material habe und kontrolliere natürlich auch die Bremsbeläge, also ob da viel genug Fleisch drauf ist. Und das kann man in der Regel super schön von vorne mit der Taschenlampe reinschauen und sieht man den Belag, der quasi auf der Bremsscheibe anliegt. Das ist der Bremsbelag und dann schaue ich, wie viel Fleisch habe ich da drauf. Ne? Und das beobachte ich so ein bisschen auch immer. Also nicht dann überraschen lassen, wenn das dann irgendwann auf Eisen ist, sondern da muss ich halt auch mal am Tag 2-3 Mal reinschauen. Das mache ich eigentlich schon. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Was denkst du, was noch so entscheidend ist? Also Bremse ist auf jeden Fall mal entscheidend. Ja. Da habe ich auch schon was mitbekommen, was eben nach nicht ordnungsgemäßem Kontrollieren in einem Unfall geendet hat. Was war das? Da hat ein Bekannter von mir nach dem Reifenwechsel nicht ordentlich die Bremse wieder aufgepumpt und ist dann in der ersten Kurve im Kiesbett gelandet, weil er einfach ins Leere gegriffen hat. Also seitdem weiß ich das eben auch selber, dass ich das immer kontrollieren muss. Und das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, weil, also das ist für mich absolute Horrorszenario, dass ich da mit so viel Geschwindigkeit fahre und dann ist einfach komplett ins Leere greifen. Ist sogar schon Profiteams passiert tatsächlich. Ja. Also sind schon Profifahrer dadurch verunglückt oder gestürzt, weil ein Mechaniker davon vergessen hat, die Bremse aufzupumpen. In dem Moment, wo du den Bremssattel runternimmst, verdrehst du den ja leicht. Ja. Durch das Verdrehen drückt es die Kolben zurück und somit schwindet der Druck dann, wenn dann dementsprechend Platz ist. Ja. Und deswegen ist es einfach immer wichtig beim Reifenwechseln, sobald der Sattel dran ist und sobald die Schrauben auf Drehmoment haben, so sofort die Bremse pumpen, durchpumpen und auch mehrmals. Und um das auch vielleicht zu vergewissern, auch beim Rausfahren aus der Box immer wieder mal, das siehst du auch bei den Profis, die hin und wieder mal die Bremse antippen, wenn sie in der Boxengasse fahren, um einfach zu wissen, okay, Bremsdruck habe ich. Also absolut wichtig. Aber um deine Frage zu beantworten, auf was ich sonst immer noch achte, ist, ich schaue, ob die Gabel ölt. Weil, wenn das der Fall wäre, und ich habe auf jeden Fall gehört, dass das bei den Ducati-Ölins-Gabeln öfter mal passieren kann, dass die ölig werden. Wenn mir dann Tropfen auf meine Bremse kommt, auch dann habe ich ja wieder die Gefahr, dass ich nicht richtig bremsen kann. Deswegen bin ich da immer ganz erpocht drauf und schaue, ob da irgendwas tropft. Oder generell, ob irgendwelche Tropfen auf meinem Teppich sind. Unter Motorrad, Also Gabel, klar, muss man kontrollieren. Das sieht man auch perfekt beim Putzen. Da siehst du, ob da jetzt nur Staub dran ist oder Fliegenzeug oder ob das eben tatsächlich Öl ist. Genauso wie Motoröl, ne? Vor allem Ölablassschraube muss fest sein, der Ölfilter muss fest sein. Wir setzen es jetzt nicht voraus, weil das für den Einsteiger schwierig ist, die Schrauben zu sichern mit Draht. Man kann zum Beispiel die Ablassschraube mit einem Draht sichern, dann bohrt man ein kleines Löchlein rein und dann kommt ein Sicherungsdraht, dass die Schraube sich nicht aufdrehen kann. Ja. Was man machen kann, ist um den Ölfilter quasi eine Schlauchstelle zu wickeln, die dann ansteht, wenn der sich aufdrehen würde und die Schlauchstelle am Filter sich aber nicht bewegt. Ja. Weil es
gibt Motorräder, die sehr eine gewisse Eigendynamik in der Schwingung haben und die sich gern aufdrehen. Hat man schon öfters gesehen und so ein Ölfilter, der sich aufdreht beim Fahren. Erstens mal gefährlich mich selbst und den anderen damit. Also das sind schon mal so wichtige Sachen und eben, dass der Motor einfach dicht ist, dass ich da kein Problem habe. Klar kann ich deswegen keine Präventionsarbeit machen für einen Motorschaden, den kann ich so und so irgendwann einmal kriegen. Aber zumindest so diese Leichtsinnsachen schon mal ausschließen. Und dann ist natürlich, also Gabel ganz klar wichtig, das ist überprüft. Das Öl kann auf die Bremse kommen oder auf den Reifen. Mhm. Beide Scheiße. Und wo wir schon beim Thema Reifen sind, dass ich halt einen vernünftigen Reifen drauf habe. Und Reifendruck, oder? Genau, und den Reifendruck kontrollieren. Wie, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, welchen Reifendruck ich auf der Rennstrecke brauche, wie finde ich das raus beim Hersteller? Weil das ist ja bei jeder Reifenart ist das anders, bei jedem Hersteller ist das anders. Dann ist wieder Straße anders und Rennstrecke. Also zum Beispiel, ich habe einen straßenzugelassenen Reifen, der aber eine Slick-Mischung hat. Ich habe den Michelin Cup 2 und den kann ich auf der Straße und auf der Rennstrecke verwenden, muss aber einen anderen Reifendruck machen, weil sonst auch wieder Rutscher und weg bin ich. Also die Reifendrücke, die findest du eigentlich bei jedem Hersteller auf der Homepage. Da würde ich mich auch auf die verlassen und nicht auf irgendwelche Forenbeiträge. Ja. Die können zwar richtig sein, aber im Zweifel auch falsch. Und da würde ich mich nicht darauf verlassen. Ich würde mich da immer auf das beziehen, was der Hersteller sagt. Der Hersteller gibt dir reifendrucktechnisch das, womit du safe bist. Das heißt nicht, dass man den noch optimieren kann. Wir gehen schon her und optimieren dann in gewissen Bereichen und lehnen uns in diesem Bereich, den wir einstellen können, lehnen wir uns mal in die eine oder in die andere Richtung an, je nachdem, was wir gerade bezwecken wollen dafür. Allerdings als Einsteiger würde ich mich einfach mal darauf beziehen, das wird zu 99,9% für dich perfekt sein. In der Regel ist es so, dass es vorn mehr ist als hinten. In der Regel sind sie vorn zwischen 2,3 und 2,5 und auf der Hinterachse zwischen 1,6 und 1,8. So in dem Bereich bewegst du dich einfach einmal. Der eine Hersteller hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, abhängig von Steifigkeit und Karkasse des Reifens. Wichtig ist allerdings, dass ich den Reifendruck halt immer wieder kontrolliere, weil der Reifendruck einfach abhängig ist von der Temperatur. Umso höher das die Temperatur ist, desto stärker steigt der Druck. Das ist einfach so, die Physik kann man nicht ändern. Und auch ein bisschen abhängig davon, wie viel Luftfeuchtigkeit ist im Reifen. Wenn du zum Beispiel einen Reifen aufgepumpt hast morgens mit einer sehr feuchten Luft, dann dehnt sich die Luft da drin im Reifen stärker aus, als wenn es eine trockene Luft wäre. Das ist ein Thema. Und da kann man so ein bisschen perfektionieren, muss es einfach im Blick behalten und auch schauen, ist der Reifen dicht, kann sein, dass ein Ventil undicht ist. Und wenn ich den Reifendruck einmal morgens mache und dann den ganzen Tag nicht mehr, und ich verliere aber über den Tag 4/10, weil das Ventil nicht mehr dicht ist, dann liege ich halt vielleicht auch deswegen auf der Nase. Deswegen Reifendruck immer wieder kontrollieren. Also ganz wichtig. Ich mache es ja so, ich tue immer mit dem Reifenwärmer beim gewärmten Reifen den Heißluftdruck einfüllen. Ja. Und ab dem ersten Turn messe ich jedes Mal, wenn ich in die Boxengasse zurückkomme und schaue, ob der Reifendruck dann quasi in meinem warm gefahrenen Zustand den richtigen Druck hat, weil der kann sich ja auch ändern. Zum Beispiel am Vormittag ist es kalt, am Nachmittag ist es heiß, die Strecke ist heiß. Und auf einmal habe ich einen ganz anderen Reifendruck oder auch von meiner eigenen Geschwindigkeit. Wenn ich besser bin und schneller, dann heizt sich der Reifen ja eher auf. Exakt. Und wenn ich langsamer bin, wie ich manchmal, dann kann das auch sein, dass der Reifendruck ja dann niedriger ist, wenn ich in die Boxengasse zurückkomme. Absolut. Und deswegen stelle ich das dann immer ab nach dem Turn ein. So 100% richtig. Da ist wichtig, dass man schnell agiert. Also das Moped nicht erst 3 Minuten in der Ecke stehen lassen und dann misst, sondern wirklich reinkommen und sofort messen, so schnell als möglich. Ja. Und dann kann man den Rausfahrdruck bestimmen. Das heißt, wenn du mit weniger Druck reinkommst, als wie du rausgefahren bist, dann musst du halt beim Rausfahren 1-2 Zehntel anheben, sage ich jetzt mal, um den Druck zu generieren, den wo du dann letztendlich draußen haben möchtest. Und wenn du zum Beispiel, mir passiert das auf der Hinterachse gerne mal, wenn wir richtig am Pin ziehen, dass wir quasi heißer werden als wie mit der Heizdecke und dann baut der nochmal Druck auf und dann müssen wir quasi mit ein bisschen weniger rausfahren, aber das ist im Einsteigerbereich eigentlich nicht der Fall. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu wenig hat, sonst geht der Reifen kaputt. Das ist einmal grundsätzlich ganz, ganz wichtig, muss man sich auch immer damit befassen und vor allem auch den Reifen, der Zustand des Reifens, also nicht nur den Druck, sondern eben auch, dass der Reifen eben nicht uralte Schinken ist und da
muss man halt schon entweder beim Slick auf die Indikatoren schauen, wie viel ist da noch drauf, macht der Reifen von oben her schöne runde Ablauffläche oder hat er schon so spitze Kanten drin, wie alt ist das Vorderrad, ist es schon blau gefärbt, das blaue Färben kommt, wenn die schnell abkühlen, das zieht die Weichmacher raus, die machen dann so den blauen Schmierfilm rundum. Das heißt, dass der Reifen einfach nicht mehr so gut ist. Ja? Also da muss man schon einfach drauf achten. Im Zweifel, wenn ich mir unsicher bin, muss ich einen neuen Reifen nehmen. Da weiß ich dann, okay, da bin ich safe, zumindest für die nächsten ein, zwei, drei Tage. Um das Leben von dem Reifen jetzt zu verlängern, also was man vielleicht ganz als Anfänger noch nicht weiß, ist es ja auch wichtig, dass man den Reifenwärmer den ganzen Tag anlässt und nicht zwischen den Turns abkühlen lässt oder in der Mittagspause, weil jeder Heißzyklus ist ja ein Zyklus und wenn ich dem am Tag jetzt 5 gebe, so viele Turns wie ich habe, habe ich viel mehr Heißzyklen verbraucht, wie ich eigentlich müsste. Absolut. Oder? Ja, 100%ig korrekt. Also es ist so, dass der Reifen natürlich, dem schadet das Abkühlen. Das schadet ihm. Und umso mehr, umso öfter der abgekühlt ist, desto schlechter wird er. Das heißt, der leidet, die Performance des Reifen leidet, je nachdem, wie viele Heizphasen er hat. Das ist immer ganz entscheidend. Es gibt Situationen, die ich selbst aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass wir einen neuen Hinterreifen aufgeheizt haben und dann hat es zum Regnen angefangen und dann haben wir den nicht mehr brauchen können, weil es nicht mehr trocken wurde. Und dann habe ich den am nächsten Tag halt wieder angeheizt und dann war der neue Reifen aber nicht so gut wie ein anderer Reifen, der in der ersten Heizperiode quasi geoutet worden ist. Ne? Und das kennst du im schnellen Bereich auf jeden Fall. Und der Hobbyfahrer ist vielleicht nicht so schnell wie der richtig, richtig schnelle Hobbyfahrer. Aber die Frage ist, braucht er die Reserve des Reifens irgendwann vielleicht doch? Ne? Mhm. Vielleicht macht er mal einen Fahrfehler oder muss mal nachbremsen oder erschrickt oder macht irgendwas Unkonventionelles. Und dadurch hätte der Reifen vielleicht noch mehr Reserve gehabt, die aber dann nicht nutzen hat können, weil sie nicht da war. Ja. Und deswegen ist es so entscheidend. Wie viele Trackdays würdest du insgesamt einen Reifen maximal verwenden, wenn er noch Profil hat? Zum Beispiel bei mir, bei dem Cup 2. Ich habe da noch Profil, aber ich habe ihn jetzt schon ein paar Trackdays lang verwendet und würde jetzt beim nächsten Mal dann wechseln, weil einfach nur, weil ich mir denke, er hatte jetzt schon mehrere Heißphasen. Wie viele Trackdays würdest du einem Reifen geben, sofern er noch Profil hat natürlich? Ja, also das ist extrem schwierig zu beurteilen, vor allem wenn du sagst, du hast jetzt mit dem Reifen schon mehrere Trackdays, also als Events oder einzelne Tage? Einzelne Tage. Events. Ich glaube, ich bin jetzt schon 3 Events und insgesamt 8 Tage oder so damit gefahren. Da würde ich den auf jeden Fall entsorgen. Wenn du schneller wirst, tust dich leichter, weil der Reifen dann eher Profil verliert, bevor dass er die Heizperioden problematisch werden. Grundsätzlich ist es so, beim Hinterreifen kann man nur ein bisschen schmerzbefreiter sein wie beim Vorderreifen, weil sich ein Hinterreifen besser ankündigt. Mhm. Das soll nicht heißen, dass du das herausfordern sollst. Aber so ein Hinterradrutscher, der kann einmal ganz, ganz easy sein und es muss noch nichts problematisch sein. Das Vorderrad, wenn rutscht, ist in der Regel ein Problem. Da ist es dann zu spät. Deswegen würde ich da immer mich auf die optische Prüfung verlassen von dem Reifen. Zum einen auf die Indikatoren, die natürlich auf der Landstraße viel mehr Möglichkeiten lassen als auf der Rennstrecke, weil das Grip-Niveau, das ich dem Reifen entnehme, ein anderes ist. Das heißt, wenn ich irgendwo beim Hypersport-Reifen, wie du es jetzt hast, in die Nähe der Indikatoren komme, dann würde ich den auf jeden Fall runterhauen. Ja, bin ich ja eben nicht. Also, ich habe jetzt einfach schon einige Tage, ich sage jetzt mal, ich glaube 8 sind es, 8-mal habe ich den Reifen schon erhitzt. Und da auf jeden Fall mal wechseln, ich auf jeden Fall spätestens. Was wären so die maximale Heißzyklen, die du jetzt mal einem Anfänger empfehlen würdest? Das ist jetzt gefühlstechnisch, da bist du jetzt am Limit meiner Meinung nach. Okay. Gefühlstechnisch da, wo ich sagen würde, da, wenn ich den Reifen jetzt sehe und du sagst mir, okay, der ist schon so und so, da würde ich sagen, hau noch runter. Ja. Sicher ist sicher. Also ist wirklich extrem schwierig tatsächlich, wenn man den Reifen dann nicht so stark nutzt, dass er profiltechnisch verliert. Ja. Weil umso schneller es wird, ich meine, du kannst dich noch glücklich schätzen, ne? Weil umso schneller du wirst, desto mehr Reifen brauchst du. Und wir fahren jetzt am Reifen gerade mal 3 Turns mehr. Und klar, also wenn die Fahrer schneller werden, ich sage auch immer so 2 Hinterräder für ein Vorderrad. Ja. Das ist so eine gute Hausnummer, da kann man, ist man eigentlich relativ safe. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Ja. Ich habe gehört, man muss
immer, wenn man den Vorderreifen wechselt, den Hinterreifen wechselt, ja, oder umgekehrt? Wenn man den Vorderreifen wechselt, dann solltest du auch den Hinterreifen wechseln. Okay, jedes Mal Vorderreifen, auch Hinterreifen, ja, aber ich kann für einen Vorderreifen zwei Hinterreifen nutzen. Exakt, okay, ja. Also die Reifen sind ja immer in Kombination entscheidend und das heißt, die verlieren auch Radienführigkeit etc. pp. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen super Vorderreifen drauf habe mit einem alten Hinterreifen, um es übertrieben zu sagen, dann ist es, kann das geometrische Probleme machen, weil das Motorrad dann dementsprechend in eine andere Balance geht durch den Abrieb, der schon erhöht ist. Also auf jeden Fall, wenn vorne neu, dann hinten auch neu. Okay, und das ist jetzt auch schon meine letzte Frage zu dem Thema. Was würdest du sagen, ist so der mindeste Reifen, den man braucht, dass man jetzt zum ersten Mal auf der Rennstrecke fahren kann? Reicht das schon ein Sportreifen oder muss das unbedingt ein Hypersportreifen sein? Wie würdest du das einschätzen? Wenn man vielleicht noch sagt, okay, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob mir das Rennstreckenfahren überhaupt taugt. Ich will es einfach mal ausprobieren, einen Tag lang oder zwei oder drei. Einfach mal gucken, auch ohne Reifenwärmer und dem ganzen Zeug, was man da mitnimmt. Was für einen Reifen brauche ich mindestens und worauf muss ich da achten? Also es muss auf jeden Fall kein Slick sein. Im Gegenteil, ich empfehle sogar den Einsteiger keine Slicks. Mhm. Da habe ich ja bei dem einen oder anderen YouTube oder Fahrkollegen schon Kritik geerntet dafür. Allerdings bin ich da nach wie vor davon überzeugt, dass der Slick für den absoluten Einsteiger nicht geeignet ist und auch nicht sein muss. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen abhängig davon, was habe ich für Außentemperaturen. Bei 35 Grad im Sommer funktioniert das eher als wie bei 15 Grad im Frühling Herbst, weil ich den Reifen einfach nicht auf Temperatur halten kann. Dafür gibt es dann aber allerdings ja auch wieder Einsteiger-Slicks wie Metzler TDE und Co., was durchaus Sinn macht. Den kann man auch ohne Heizdecken fahren, heißt es. Ich habe es nicht probiert. Ich kenne den Reifen, aber ich habe es nicht probiert, ohne Heizdecken zu fahren. Ich würde allerdings schon so einen Hypersport-Reifen empfehlen. Also das kann alles Mögliche sein. Da gibt es die Pirelli Supercorsa, dann gibt es die Michelin Cup 2, dann gibt es die Sportsmart TT vom Dunlop, die sind sehr gut, auch habe ich auch schon gefahren. Oder den Bridgestone RS11 oder RS10 Vorgänger. Also das sind wirklich sehr gute Reifen, die können enorm viel ab und haben eine ganz breite Range, die abdecken. Und die haben auch, bieten einfach schon viel mehr Stabilität wie jetzt ein Sportreifen, der jetzt in der Kategorie weiter unten angesiedelt ist. Und speziell beim Supersportler macht es schon Sinn, einen Hypersportreifen zu fahren. Würde ich jetzt empfehlen. Okay, also es kommt auf jeden Fall auf die Temperatur an. Wenn man jetzt im Frühling oder im Herbst mal das erste Mal fährt und ausprobieren will, könnte man es vielleicht noch mit einem Sportreifen probieren, wenn man jetzt noch nicht der schnelle Fahrer ist, auch auf der Straße. Ja. Aber im Sommer auf jeden Fall Hypersportreifen. Genau, oder? Dort bieten dir Hypersport und dann eben auch die Slicks einfach viel mehr nach oben, was eben die Temperatur anbelangt. Der Slick fühlt sich erst bei 80 Grad wohl und der Hypersportreifen, der fühlt sich halt bei 55 Grad schon super pudelwohl. Und da macht er halt Dinge besser, die der Slick mit 50 Grad nicht gut macht. Im Gegenteil, dann macht der Slick das. Dann ist es wahrscheinlich eher sogar ein Fehler, wenn man als Anfänger direkt zum Beispiel im Frühling mit einem Slick beginnt, weil das kann dann sogar gefährlich werden. Und ich habe jetzt deswegen extra den Cup 2, der hat ja noch ein Profil und auch eine Straßenzulassung, weil der sich ein bisschen leichter auf Temperatur halten lässt und den kann man auch theoretisch ohne Reifen fahren. Genau, und er braucht nicht so viel Temperatur. Genau, er braucht auch nicht so viel Temperatur, er heizt sich selber, hält sich besser auf Temperatur und ist jetzt eigentlich eine ganz gute Lösung für mich. Speziell an der Vorderachse ist ein Thema. Ich meine, die Hinterachse auf Temperatur zu halten ist einfacher durch die Beschleunigung, weil da hast du die Temperatur ja schon im aufrechten Zustand unter Beschleunigung. An der Front kriegst du die Temperatur nur durch Bremsen. Ja. Und meistens bremsen wir halt am Anfang noch nicht so hart, so lang und vor allem nicht so tief in die Kurve rein, was dann die Temperatur entstehen lässt. Wo wir jetzt aber noch bei der Vorbereitung sind, wir haben am Bike noch ein paar andere Sachen, die wir letztendlich noch überprüfen sollen, bevor dass wir. Also zum einen geht es natürlich auch um die Vorbereitung am Motorrad in Bezug auf Rennstrecken tauglich machen, also sprich Scheinwerfer, Spiegel, Kennzeichen, sowas in die Richtung. Also was ich auf jeden Fall unternehmen würde, wären definitiv die Spiegel, damit ich gar nicht erst weiß, was hinter mir los ist. Ja. Das sollst du auf der Strecke gar nicht wissen, weil in dem Moment, wo du weißt, da sind vier da Bikes kommt, hinter mir, oh Scheiße, wo soll ich denn hin? Und dann fängst du an, dumme Sachen zu machen. Deswegen im besten Fall einfach gar nicht wissen. Auch das Bremslicht abkleben und auf jeden Fall abstecken oder irgendwie sowas, damit der Hintermann nicht sieht, wenn du bremst.
das hat einfach den Hintergrund, dass das den vielleicht total unnötig irritiert oder sowas. Ja? Also deswegen das Bremslicht abkleben. Okay. Ich freue mich immer, wenn jemand ein Bremslicht hat auf der Rennstrecke, ja, und ich sehen kann, wenn der bremst. Solange der richtig damit umgeht. Ja. Ja, ja. Genau, solange der richtig damit umgeht. Und es geht dabei, kommt ein bisschen aufs Bike drauf an, ob Glas, Splitter oder nicht, ob alt oder neu. Alte Bikes haben teilweise Glas in den Scheinwerfern und in den Hecklöchern. Da macht es Sinn, die abzukleben, dass in einem Worst Case von einem Sturz nicht die Glassplitter rumliegen. Ja. Bei den aktuelleren Bikes sehe ich tatsächlich aus meiner technischen Ansichtsweise relativ wenig Sinn, die Frontscheinwerfer abzukleben. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil das eh alles Makrolon ist, ja, und da eigentlich so wie und LED und tralala, ob jetzt da die Verkleidung bricht oder der Scheinwerfer, da ist ja schon fast egal, meiner Meinung nach. Also das würde ich jetzt nicht zwingend voraussetzen, aber Spiegel ab, Kennzeichen ist halt was komisch aussieht, muss halt nicht sein, und vielleicht auch so ein bisschen, naja, so eine Prestige-Sache. Und wichtig ist halt, dass am Bike halt nicht irgendwie was rumfliegt, also nicht irgendwie lange Schlüsselanhänger, die vielleicht verloren gehen können. Ja. Und so. Und wenn man den Kennzeichenhalter drauf lässt, dann, also würde ich persönlich auf jeden Fall immer das Kennzeichen rausnehmen, weil, ja, es kann ja doch mal passieren, dass das nicht richtig fix ist und dann einfach nur das Kennzeichen rausfällt und ja, das wäre dann auch unschön. Dann würdest du das aber auf der Straße ja verlieren, meiner Meinung nach. Ja, aber kann ja sein, also ich hätte es mal fast verloren auf der Straße. Und was, wenn das genau dann da auf der Rennstrecke passiert wäre? Das wäre ja noch blöder, deswegen das Kennzeichen will ich immer raus. Und wenn man den Kennzeichenhalter leicht abmachen kann, das dann ist die Frage, ja. Dann auch den ab, weil da sind ja dann auch die Blinker dran, meistens zumindest, oder bei vielen Bikes. Und da kann man sich dann viel an Kuddelmuddel sparen dafür. Bei manchen ist es halt auch viel Arbeit. Ja. Was man auch noch unbedingt vielleicht kontrollieren sollte, ist so ein Thema wie Lenkanschlag. Mhm. Viele haben irgendwo, wenn man den Lenker, vor allem diese aufgebauten Racebikes mit ein bisschen wenig Liebe, die haben teilweise, wenn die einen Lenker bewegen und noch ein Gasseil haben, ein Bauchzug-Gasseil, dann ziehen die beim Lenkerbewegen am Gas. Oh. Das gibt es tatsächlich sehr oft und ist ein Riesenthema, speziell, wenn man zum Beispiel mal einen sauberen Rutscher hat, also wirklich einen richtigen Rutscher, und sich das Motorrad eindreht und somit der Lenker in die gegengesetzte Richtung geht. Und wenn dabei der Bauanzug zieht und das Gas quasi zieht, dann ist die Frage, ist jetzt das vielleicht das i-Tüpfelchen gewesen, was sich dann letztendlich abgeschmissen hat? Ja. Oder hättest du es ohne gestanden? Mhm. Also den Faststurz, sag ich jetzt mal. Also da muss man auch aufpassen. Das sehe ich ganz oft, dass das teilweise nicht die Freigängigkeit ergibt oder auch Freigängigkeit gegenüber der Kanzel. Mhm. Also dass quasi Lenkerstummel oder beziehungsweise Bremshebel oder Ausgleichsbehälter von Bremspumpe irgendwo an der Kanzel ansteht beim Bewegen. Das ist natürlich total unschön. Auf sowas achte ich immer. Und natürlich einfach auch, ob das alles sauber beisammen ist und nicht irgendwo einen Mist hat. Ne? Und man kann natürlich auch einmal sein Fahrwerk kontrollieren, ob das sauber dämpft in dem Moment, wo man die Gabel mal einfedert und sieht, okay, fährt das jetzt nur auf der Feder oder ist hier eine Dämpfung vorhanden? So kann man schon einmal ein bisschen grundlegend checken, ob alles passt. Festigkeit, sind die Fußrasten fest? Einfach mal anfassen, einmal dran wackeln. Ist der Schalthebel, sind da irgendwelche Schrauben? Da würde ich auch grundsätzlich empfehlen, alle Schrauben, die fest sind, einmal zu markieren mit einem Stift. Oder mit einem Nagellack oder mit der Schraubensicherungslack. Dass man sieht, wenn die sich verdrehen. Genau. Okay. Also, weil dann kann ich eine Sichtprüfung machen, dann muss ich nicht die nachziehen, sondern gehe einfach nur mit dem Auge rum und sage fest, okay, alles klar. Okay. Gibt es irgendetwas, was du vor jedem Turn kontrollierst? Oder machst du das so alle paar Turns? Also Reifendruck machst du nach jedem Turn? Nach jedem Turn und auch vor jedem Turn mache ich immer mehrmals Kontrolle der Reifentemperatur. Also das ist so, ich bin einmal mit einem kalten Vorderrad tatsächlich beim Coaching gestürzt, beim Rausfahren aus der Box, total peinlich. Und seitdem kontrolliere ich das, glaube ich, 10-mal. Warum? War der Reifenwärmer abgesteckt? Nein, war kaputt. Ah, er war defekt und ich habe es nicht gemerkt und bin schnell rausgefahren, Kunde, Schüler und da eingelenkt und Vorderrad weg. Stimmt, Reifentemperatur muss man eigentlich immer beachten, weil ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass da eine Kabeltrommel nicht abgewickelt war. Genau, die ist dann überhitzt und alle Reifenwärmer in der gesamten Reihe von der Box waren einfach aus. Klassiker. Und wenn du dann so rausfährst, ja, Klassiker. Nicht so gut. Was auch noch, also nicht jetzt vor jedem Turn, aber grundsätzlich fällt mir jetzt noch ein, weil ich sehe gerade Kette überprüfen, Kettenspannung. Kette ordentlich geschmiert, da hast du ja schon einen YouTube-Short gemacht, habe ich gesehen, ne? Ja. Wie man die Kette schmiert. Ich frage mich, wer das Rad gedreht hat, weil jetzt hat sich selber gedreht.
zum Magic. Ja, genau. Und auch natürlich das Kettenraten des Ritzel im Zustand kontrolliert und auch die Kette, weil so eine Kette hält nicht ihr Leben lang. Ja. Und ich habe es schon abbekommen, so eine gerissene Kette, die hat mir nämlich in meinen allerwertesten ein daumengroßes Loch eingeschlagen, durch den Lederkombi durch, musste genäht werden, war sehr schmerzhaft, also möchte ich nicht empfehlen und kann natürlich noch blöder ausgehen, kann den Motor zerschlagen, kann jemand anders im Hals treffen, also die Ketten, die fliegen richtig rum, wenn die kaputt gehen. Also da einfach wirklich, wirklich aufpassen, einfach mal kontrollieren. Wenn man sich nicht auskennt, ist man natürlich da so weit, dass man einen Mechaniker braucht. Klar. Ja. Wenn man sich auskennt, dann sieht man auch, was ist ein kaputtes Ritzel, wenn es dann schon so Einbuchtungen hat und schon so ovale Abschleifungen drin hat, dann weiß man, okay, das Ritzel, das darf ich jetzt nicht mehr so lang fahren. Und im Zweifel ist es ja auch immer so, ich glaube, auf der Rennstrecke sind alle Leute eigentlich ziemlich offen und hilfsbereit, dass man vielleicht einfach nochmal den Boxennachbar fragt und ja, sich einfach mal Hilfe holt und sich nicht schämt, irgendwas nachzufragen. Absolut. Weil besser man hat gefragt und kommt wieder in die Box, als man hat nicht gefragt und liegt dann irgendwo im Graben. Absolut, absolut. Ja. Also das soll man auf jeden Fall machen. Da ist überhaupt kein Problem und da sagt da keiner was. Und selbst auch mit Werkzeug. Ich meine, wir haben immer viel Werkzeug dabei, aber trotzdem fehlt immer irgendwas. Ja. Und irgendjemand hat das aber vielleicht gerade durch Zufall und so ist es umgedreht. Muss man sich auch helfen. Und da habe ich auch immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja, vielleicht noch ein Ölwechsel vorher. Eine Rennstrecke ist halt verschleißtechnisch oder der Anspruch ist für den Motor relativ hoch. Muss ich halt schauen, frisches Öl, gutes Öl, das so gute Temperaturen abhält, also vielleicht auch ein bisschen dickeres Öl, so 1550 vom Modul, das 300 V ist da richtig gut. Kühlwasser, dass der Kühlwasserstand passt. Mhm. Ich muss jetzt nicht unbedingt das Glycerin, also den Frostschutz, tauschen gegenüber normalem Wasser. Mhm. Im Profibereich wird das gemacht. Als Hobbyfahrer muss ich das jetzt nicht unbedingt machen. Schauen, dass meine Einfüllschraube für den Ölstutzen, dass die zu ist, wenn möglich sichern mit dem Draht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich auf jeden Fall machen kann. Und ansonsten ja, einfach oft genug putzen, putzen, putzen. Weil ich sage immer, ein sauberes Bike ist ein sicheres Bike. Und da achte ich extrem drauf. Und es muss auch kein teures Bike sein. Also nur weil das Motorrad nur 4.000 Euro kostet, muss es ja kein Schrotthaufen sein, der kann ja trotzdem alles picobello beieinander haben und da stehe ich drauf, wenn jemand sein Bike sauber beieinander hat, dann weiß ich auch, okay, das ist safe, ne? Das sieht man schon am ersten Eindruck. Gut, ich glaube, dann haben wir die Vorbereitungen oder die Dinge, auf die man auf jeden Fall mal beachten sollte, bevor man aufs Bike steigt und den Turn startet, erstmal abgeklärt. Es kommen auf jeden Fall noch mehr Videos von der Reihe zum Verhalten auf der Rennstrecke und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ja, genau, da kann ich dir nur zustimmen. Was ich noch sagen wollte dazu. Bitte. Ja, ich denke, dass man bestimmt nicht alles besprechen kann, was man noch alles beachten muss, weil das ist so umfangreich, dass man wahrscheinlich jetzt hier noch den ganzen Tag weiterreden kann. Ja, wahrscheinlich könnten wir jetzt noch ein paar Stunden sprechen. Genau, aber wo fangen wir an, wo hören wir auf? Aber ich denke, das ist einmal eine der wichtigsten Sachen, die wir jetzt den Zuschauern mitgeben. Von dem her, danke, dass du da warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.